Ja, moin Leute, euer Vinex wieder am Start und wir spielen Hearthstone Battlegrounds und Patch 20.8 ist live. Und das hat uns jetzt knapp 2 Monate nach dem Stachel-Eber-Patch wieder richtig viel neuen Content gebracht. Und es gibt einen neuen Champion, es gibt aber auch viele alte Champions, die wieder reingekommen sind und ich glaube 9 Heroes, die aktuell drin sind, wurden auch reworked. Und für manche könnte das hier aussehen wie ein neuer Hero. Es gab Gullywix aber auch schon mal. Er funktioniert jetzt anders. Und früher hat er diese unendliche Münze. Man hatte jede Runde, glaube ich, dann einfach ein Gold mehr. Jetzt haben wir aber After you sell a minion, get one extra gold next turn, can exceed 10. Bedeutet, wenn wir eine Unit verkaufen, kriegen wir nächste Runde noch ein Gold zusätzlich. Das ist natürlich mega krank. Und gerade weil das über 10 liegen kann, bin ich mal sehr gespannt, wie das funktioniert. Ob das bedeutet, man kriegt die als Coins auf die Hand? Oder ob dann hier einfach, keine Ahnung, 12 von 10 steht oder so. Da, es gibt ja genug Bugs mit der Goldanzeige unten. Ich hoffe, dass das eindeutig ist. Aber bisher spielen wir erstmal. Ah, oh, Kacke, wir verlieren, weil der ein HP mehr hat. 50-50 Chance, welche Unit wir da hitten. Egal. So? Demons. Na, dann lieber so. So, ich habe eine Unit verkauft. Jetzt, nächste Runde hätten wir 6 Gold. Also müssten wir nächste Runde jetzt durch die Hero Power 7 Gold haben. Ach, guck mal, hier steht es auch in Klammern unten. 1 Gold saved. Weil wir eine Unit verkauft haben. Das ist ganz schön cool. Tokens müssen mit dem theoretisch übelst stark sein. Free Dealer von den Piraten, kauft man für 3 Gold, verkauft man wieder für 3 Gold, kriegt aber ein Bonus Gold next turn. Sollte man also immer schnell mitnehmen und wieder verkaufen, um das Bonus Gold zum Beispiel zu bekommen. Ähnlich wie bei Millhouse macht man es ja auch, weil es einfach ein Gold plus ist. Ja, guck mal, man kriegt es direkt drauf, es ist keine Coin. Das ist doch schon mal cool zu sehen. Dann können wir ja jetzt Power leveln. Schon wieder ein Gold saved für next turn. Das heißt, wir haben nächste Runde 8 Gold. Machen wir da einfach mal. Man hätte Glyph Guardian vielleicht kaufen sollen, aber ich gehe hier mit 2 Doubles lieber, 2 Pairs. Die Chance auf Triple, vor allem mit so einem Hero, der einen Goldvorteil hat und schnell levelt, ist mir da einfach lieber manchmal. Das ist eine super coole Mechanik mit diesem Geld. Es macht den Hero, glaube ich, schwierig. Ich meine, jetzt ist es noch relativ straightforward, aber es wird sicherlich irgendwann mal Situationen geben, in der man überlegen muss, wie viele Units verkaufe ich im gleichen Turn, wie viele kann ich kaufen, um next Turn kaufen, leveln und so weiter. Aber cool ist die Mechanik nichtsdestotrotz. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ein bisschen mehr Schaden als musste, aber so, wir haben 8 Gold. Und das, lol, der ist dann quasi umsonst, ne? Ne, der macht sogar Gold. Man kauft ihn für 3, man kriegt 2 Gold zurück und kriegt next turn ja auch 2 Gold. Das heißt, der produziert quasi jetzt ein Gold, wenn ich ihn kaufe. Ja, dann machen wir das. Ich verkaufe den zweimal. Also, jetzt müsste ich 2 Gold next turn kriegen, genau. Also sind
Tokens produzieren Gold. Salamental produziert Gold. Free Dealer produziert Gold. Das ist natürlich extrem stark. Man kauft ihn für 3. Man kann ihn und den Drop wieder jeweils für 1 verkaufen. Aber jeder von denen gibt es für Verkaufen durch die Hero Boy ja nochmal ein Gold. Also jedes Verkaufen ist mit Scalable quasi 2 Gold wert. Das ist schon extrem cool. Aber die Gegner haben schon starke Builds. Ist das schon auf 4? Nee, ist er nicht, aber trotzdem. So, wir haben 10 Gold. Dann leveln wir 100%ig. Rollen. Ja, ein Triple plus 3 Bonusgold. Das passt doch. Das heißt, wir können next turn eine 6er Unit discovern, weil wir haben genug Gold zu leveln. Die Taunts sollen möglichst weit hinten stehen, um sicher angegriffen zu werden und nicht selber anzugreifen. Ärgerlich, der hat da auch einen guten Bild. Oh. Boah, wie viel Luck der hat einfach. Er hittet mit seiner schwächsten Unit unser Divine Shield und sniped dann mit dem Juggler die Unit, die das Divine Shield verloren hat. Wow. Ah, guck, hier seht ihr es, wir haben 12 Gold. Ist eh der Turn, wo wir leveln müssen, weil wir gegen Galakrond kommen. Gucken wir doch mal. Davon, wo wir am meisten haben, das wäre ja jetzt Elemental. Wir kriegen einen vollen Elemental-Shop. Amalgadon würde sich nicht lohnen, da wir nur eine Klasse haben. Dann nehmen wir doch den vollen Elemental-Shop. What? Yeah, boy! Crazy shit ist das. Das ist heftig. Das ist richtig heftig. Ja, coole Karte. Neue 6er-Karte. Man refresht die kompletten Tavern als Battlecry. Also wenn man den spielt, wird der Tavern refreshed. Nur mit Units von der Klasse, wovon ihr gerade auf dem Board die meisten habt. Heißt, für Menagerie ist es kacke. Weil ihr da gemischte Klassen habt. Aber wenn ihr jetzt gerade zufällig wie ich nur eine Klasse hattet, kann euch das dann natürlich ganz plötzlich auf einmal eine Richtung geben. Und das hat es jetzt dadurch, dass wir zum Beispiel Easy jetzt hier einen Triple gefunden haben. Wir haben jetzt natürlich noch die Chance hier Stasis Elemental auch noch zu Triple mit dem Battlecries. Das wird definitiv cool jetzt. 2 kaufen wir, dann verkaufen wir, dann entdecken wir erstmal. Dann trippeln wir. Dann entdecken wir. Dann nehmen wir den auf jeden Fall. Der wurde auch geändert, der startet jetzt mit 8 HP. Der. Verkaufen, spielen, refreshen, verkaufen, refreshen, Murlocs, nee, wollen wir nicht, verkaufen, refreshen, verkaufen, spielen. Könnte sein, dass wir ein bisschen mehr Gold next turn haben. Wenn ich den verkaufe und irgendwas anderes kaufe, habe ich next turn mehr Geld, ne? Dann kaufe ich irgendeinen Schwachsinn. So.
plus 11 Gold next turn. Das heißt, wenn wir überleben sollten, was ich hoffe, weil sein Poisonous Unit ganz hinten steht. Ja, okay, das passt. So, jetzt sollten wir einen Turn mit 21 Gold haben. Lol. Ja, wir haben eh nicht die Zeit, das ganze Gold auszugeben. Also roll ich, habe ich direkt mal hier entwickelt. Das ist Gold. Das ist gut. Auch nice. Schade, dass der jetzt nicht als Elemental für den zählt. Wir haben einfach einen 21 Gold-Turn. Next Turn haben wir 16 Gold. Wir müssen unbedingt einen Ragnaros finden. Man merkt, er wird speziell mit den Klassen sehr stark sein, wo man nachher Sachen durchrotiert. Das sind speziell die Klassen, wo man Battlecries durchrotiert, also Builds mit Bran, das können Menagerie-Builds sein, Build mit Caligos, also Drachen, wo man nur Battlecries durchrotiert. Nomi und Ragnaros mit Elementals, weil man dann einfach nur draufhaut, wieder weg verkauft. Und das wird dadurch dann stark, dass man ja jede Runde wieder mehr Units kaufen kann, wieder mehr Units dadurch verkauft. Und das dreht dann völlig am Rad. Also speziell hier so ein Double Caligos Setup mit dem ist wahrscheinlich komplett insane. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Das wird 100 pro genervt werden. Die werden dann Cap machen. Die werden wahrscheinlich 15 Gold Cap oder so machen. Weil, wie krank ist denn bitte einfach 21 Gold in einem Zug? Wir brauchen Elemental, wir brauchen Elemental, wir brauchen Elemental. Nein. Elemental. Scheiße, wen verkaufen wir? Wir müssen ihn verkaufen. Ah, ich hätte trippeln sollen. Ah, egal. Vielleicht hätte ich ihn nicht trippeln sollen, ich weiß es nicht. Dämonen. Mal gucken, ob Dämonen hier mit 160 HP mithalten können. Uff. Nächste Runde wieder 16 Gold. Scheint ein Trend zu sein. Uff, uff, uff. Also der Goldvorteil ist heftig. Ich würde vermuten, unser großer Leutnant Gar macht das alleine. Hier, Murlocs, das ist das Allergefährlichste für uns. Wir brauchen nachher einen Ghoul und wir brauchen was gegen Poisonous. Aber wir haben ja einen Cleave und einen Divine Shield, also es kann funktionieren. Nö. Ja.
Nö. Nehmen wir mit. Schwierig. Wieder 19 Goldturn. Mit Double Salamental ist das danach den Turn auch wieder richtig viel Geld. Wir dürfen nur nicht gegen George kommen. Poison ist das Einzige, was uns gefährlich werden kann, glaube ich. Wobei der Death Rattle Bild ja auch schon stark ist. Aber der Rest hat nicht viel. Easy. 200 HP gar. Yep, yep, yep. Alter, was für ein Dagobert Duck. Wir sitzen hier und spielen die Nummer aus unserem Geldspeicher. 19 Gold? Ja. 1, 2, 3. Einmal rollen. Nö. Ah, wir können auch generell, wenn wir dann verkaufen, wieder auffüllen. Sehr, sehr geil. Oh, den ganzen Shop mal mit Elemental voll machen, oder? Oh, George ist rausgeflogen. Geil. Ey, lass mich das spielen. Ist mir egal. Poison ist eine Dat. Und fast 300 HP gar. Wow. Next turn 22 Gold. Das ist so crazy. Er hat einen Poisonous, okay. Oh nein! Ein 1-1 besiegt unseren 300 HP-Gar. Aber unser zweiter Gar ist groß genug. Vielleicht ist es gut, dass wir den nicht getrippelt haben. Dadurch haben wir zwei große Buddies. Ja, ja, ja. Okay. Gegen C'Thun haben wir gerade 18 Schaden gemacht. Wir stehen ganz gut da. Ich meine, C'Thun weiß, was ihn erwartet, aber... Wir haben jetzt noch mal richtig viel. Perfekt. Dann können wir den jetzt verkaufen, da an der Stelle die durchrotieren. Sollen wir den trippeln? Ja, der wird kein Poisonous haben jetzt, oder? Ist das zu greedy, Leute? Sollen wir mal kurz hier die Dings kaufen, damit wir zwei Adepts kriegen? Wir kriegen auch noch jedes Mal den Poisonous. Moment, wir haben gerade 6 on board, ne? Heißt. Ah ja, spielt ja eh keine Rolle. Ich muss es so spielen. Man hat immer was zu tun mit dem. Komm, kriegen wir. 600 kriegen wir nicht ganz voll. Schade. Ah,
Ich könnte alles verkaufen, der Gar würde es alleine machen, oder? Ist das krank? Der ist ja komplett broken, dieser Hero. Nicht mal 100 Schaden gemacht. Ja, Leute, wenn ihr die Chance bekommt, Gallywix vor seinem Nerf zu spielen, macht das, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das so bleibt. Komplett krank. Wir hatten einen 21-Gold-Turn, einen 22-Gold-Turn. Ja, ist komplett insane. Wenn euch das Spaß gemacht hat und ihr mehr verrückten Hearthstone Battlegrounds-Content sehen wollt, dann smasht mal den Like-Button und lasst uns gerne ein Abo da. Und ansonsten schaut euch gerne mal die Hearthstone Battlegrounds Playlist an und ich sag bis zum nächsten Mal, habt eine geile Zeit und ich bin raus. Ciao.